Hallo meine Lieben, ich habe ja gesagt, ich nehme heute die Kamera mit. Ja, ich habe dran gedacht wieder und filme euch mal, was ich euch erzählt habe. Das werde ich jetzt auch gleich tun. Und ich hatte sogar heute schon meinen ersten Besuch, nämlich die Sabrina und ihre Freundin waren da. Da habe ich mich richtig gefreut. Wir wollten uns jetzt schon ewig mal kennenlernen persönlich. Und jetzt, wo ich hier wohne, wohnt sie halt auch gleich um die Ecke quasi. Und dann haben wir das direkt verbunden und uns endlich mal kennengelernt. Und ich habe ihr so ein bisschen meinen Camper gezeigt. Ja, und jetzt führe ich euch mal rum. Gehen wir erstmal hier rein. Machen wir erstmal das, was vielleicht ein bisschen schneller geht. Also hier einfach bisher die Gardinen abgehangen. Oh ja, ich muss genau. Ich hatte schon wieder vergessen auszumessen. Jetzt, wo ich filme, denke ich zum Glück dran. Also Gardinen abgemacht. Es wird gleich heller. Nicht mehr so ganz so altbacken. Und da bekommen ja dann schöne Vorhänge dran. Ich zeige euch mal hier meine tolle Konstruktion. Juhu, aber funktioniert. Dann habe ich hier sogar schon Jacken hängen und in meinem Bad hängt auch jetzt ein Handtuch und eine Toilette steht da und ich habe hier schon ein bisschen eingerichtet. Hallöchen. Und mein Fenster geht jetzt auch auf und da bin ich dann hier draußen beim Nachbarn. Ja, das kann man gleich auch auflassen. So, im Schlafzimmer habe ich jetzt tatsächlich auch noch was gemacht und zwar... Tada! Ich habe mir an die Decke mein Elefantentuch gehangen, was vorher auf meinem Sofa lag. Und ich habe das jetzt auch hinten extra so ein Stück runterhängen lassen, dass das vor diesen Schränken hängt. An die komme ich dann trotzdem noch wunderbar dran, aber so ist es ein bisschen weniger braun. Und da werde ich auch mal gucken, dass ich über kurz oder lang hier diese komischen hässlichen Lampen abmontiere und da, weiß nicht, irgendwas anderes dran mache. Vielleicht auch irgendwann mal streiche und so. Ja, an dieser Stelle, wenn ihr auch noch irgendwelche wirklich schönen Tücher habt, also nicht irgendwas, sondern schöne Tücher, die halt zu meinem Stil passen, das wäre richtig cool. Ich möchte nach und nach hier alles mit Tüchern auskleiden oder zumindest einiges noch mit Tüchern auskleiden, damit es verschwindet. Ich habe jetzt auch noch 2 oder 3 Stück, aber hier soll ja auch noch ein Tuch drüben und in den Gästecamper kommt noch ein Tuch und ja, ne? Also wenn ihr da irgendwie was habt, schreibt mir gerne und ja, vielleicht mit Foto oder so. So, dann haben wir hier auch schon die nächste Änderung, von der ich euch erzählt habe, nämlich, dass ich eben hier die Stoffe drauf gepackt habe und ich finde, das sieht jetzt auch richtig schön aus. Hier habe ich jetzt in der Mitte noch ein bisschen andere Deko, da habe ich dafür eine Lampe hingemacht. Da brauche ich aber jetzt auch noch ein paar Mehrzwecksteckdosen, Verlängerungssteckdosen. Ich habe die jetzt da hinten lang gelegt und dann da oben und dann geht die darüber, da hinten in die Steckdosenleiste, die ich da hinten habe. Habe hier jetzt auch schon eine Lichterkette aufgehangen und da hinten hängt auch eine Lichterkette. Ja, ne, es wird wohnlich und Mojo-mäßig und überhaupt. Und ja, meine Küche, wie man sieht, ist jetzt hier auch vollständig. So, da habe ich noch hier das kleine Regal und habe da zum Beispiel meinen Dörrer und Reiskocher drin. Habe mich jetzt hier auch schon ein bisschen eingerichtet, dass da ein paar Öle und Gewürze stehen. Die neue Spüle ist dran. Die muss allerdings noch ein bisschen abgedichtet werden, aber sonst geht's. Ja, ne, also ich finde es kuschelig. Ja, und drüben im Camper ist im Moment erstmal nur Abstellfläche. Da kommen die Sachen hin. Erstmal so wie Werkzeuge und Decken und sowas. Den werde ich aber, wie gesagt, auch noch kuschelig machen. Vor allem, wenn mich dann auch so die ersten Kissen erreichen. Ich glaube, wir haben... Ach doch, hier hinten könnte was Kleines zumindest sehen. Heute Abend kommt tatsächlich die Abdeckplane. Da freue ich mich. Und da hinten haben wir auch schon mal hier oben das mit Plane zugemacht. Und die andere Plane kommt dann hier so drüber. Also das läuft auch. Und ich habe, was man jetzt nicht sieht, hier an dem Fenster waren beide Reißverschlüsse kaputt, sodass es offen stand. Und das habe ich jetzt einfach mit so einem Gewebeband oder so einem Universalband festgemacht, dass es eben nicht mehr ganz so da durchzieht. So entsteht es jetzt Stück für Stück und wird immer ein bisschen wohnlicher. Umziehen, wie gesagt, werde ich am Dienstag, wenn alles klappt. Ich hoffe, der André bekommt den Hänger. Und hoffe, der Hänger geht ans Auto dran bei ihm, weil ich muss ja auch noch Karlchensgehege transportieren. Und das ist ja auch nochmal 1,60 Meter lang. Ja, das wird alles ein bisschen tricky dann, weil zum Schluss dann alles auf einmal eigentlich zusammen muss, weil ich die Katzen hier nicht alleine lassen kann dann am Anfang. Aber ich krieg das hin. Tschakka, 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 ich krieg das hin. Ja.
Und jetzt setze ich mich erstmal ein bisschen raus, esse meine Brezel und entspanne einen Moment. Ja, und wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Macht's gut.